servus, grüßt euch zum neuen Video. Heute haben wir mal ein wenig Haiwende. Nicht so klassisch wie normal oder wie man es heutzutage kennt, sondern oldschool. Mit dem Gabelwender da. So ist das früher gemacht worden. Das Ding ist auch umgebaut, da war früher war mal da ein Gespann dran gehängt für Pferde. Da hat man das mit der Pferde noch gemacht, aber machen wir es mit dem Bulldog. Gell? So, dann zeige ich euch mal noch kurz, wie das Ding funktioniert. Das ist da alles mechanisch, nicht? Da gibt es kein Zapfen, gar nichts. Und da hat man da an dem Hebel, da kann man quasi die Tiefe einstellen, wie tief das Teil runtergeht. Und das kann man da so einrasten dann. Und dann je nachdem, wie tief das man es braucht, kann man es dann da einstellen. Die Bewegung quasi, da sind da zwar feste, sind da lauter feste Punkte. Und da sind so Exzenter drin. Und dann möchte er halt die Bewegung und gabbelt so. Und er schmeißt es dann hoch und dann wird es high gewendet. Und da ist noch ein Hebel, wo quasi da die Welle durchgeht von den zwei Rädern, das ist der Antrieb. Und das kann man da so einrasten lassen. Und dann ist das da drin und dann dreht sich das mit und über die Kette da wird das dann Antrieb und dann gabbelt der. Und wenn man es wieder raus möchte, dann gabbelt er wieder nicht mehr. Also das Ding läuft nicht immer mit, sondern nur wenn man es will, wenn man den Hebel halt umlegt. Und für den Transport tut man es dann wieder rauf. Und fertig. Ja. Und wie das Ganze ausschaut in Aktion, das sehe ich da jetzt. So, und das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch das jetzt einmal, weil ich denke, das kennt nicht jeder. Das ist mal was Interessantes. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben.
gerne ein Abo da lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt in Zukunft. Und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Servus!